Ich bin Lothar Franke, wohne in Hoyerswerda und bin 80 Jahre alt. Und ich bin erblindet seit 12 Jahren. Bei mir sind die Sehnerven abgestorben und da gibt es noch kein Heilmittel dafür. Von der Diagnose, wo mir der Augenarzt sagt, sei ich erblinde, war ungefähr ein Vierteljahr. Um den Alltag zu bestreiten, brauche ich auch immer eine Hilfe. Ja, wo ich, wenn ich was mache, fragen kann, ist das richtig oder nicht? Nehme meinen Stock und mein Dings alles vom Haken, meine Tasche und dann laufe ich zur Kaufhalle. Und in der Kaufhalle versuche ich das zu finden, wo ich ungefähr weiß, die Butter oder so. Wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich jemanden, ob sie mir sagen können, wo das und das liegt. Und da kriege ich immer eine Hilfe. Wenn ich unterwegs bin, ist immer jemand, der fragt, kann ich Ihnen helfen oder sonst was, oder soll ich Sie über die Straße führen, oder bleiben Sie stehen, ein Auto kommt, wir führen Sie rüber. Und dann möchte ich dafür mich bedanken bei den Bürgern. Das Leben ist auch lebenswert, wenn man auch blind ist. Man muss ein viel unter die Gesellschaft gehen, mit Leuten in Kontakt treten und alles. Man darf sich nicht zurückziehen. Man muss das Leben von vorne wieder lernen und anpacken, das ist das Wichtigste. Man darf nie sagen, halt, ich sehe nicht mehr. Auch blind ist das Leben, lebenswert für mich.